Hallo und herzlich willkommen zum New Money. Jetzt spielen wir Spiel Riders auf Icarus und ich werde gleich erstmal einen Sound leiser machen. Die Musik ist ganz schön laut. Obwohl, jetzt ist auch keine mehr da. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben das Pferd eingesammelt. Ne, wir haben schon mehrere Reittiere beschwört. Ich glaube, 3 Stück. Ruf einen anderen Spieler mit Beschwören, in Klammern Spielernamen herbei. Tja. Ich kenne aber keinen anderen Spieler hier. Das kam schneller. So, dann kann es, glaube ich, jetzt so losgehen. Der Hase bewegt sich nicht mehr. Nicht mehr ganz. Und wir reiten gleich mal los. Ah. Jo, so war das. Gerade mit der Maus gelenkt. Geht ja auch. Dann dahin reiten. Aber mit Tastaturlenken ist auch ein bisschen leichter. Und wir werden jetzt hier die ganzen. Hier ist eine Quest. Die ganzen. Hold the line! We have to break the Brigand defenses. Defend the camp! Die ganzen. Ah, wie sollte man nochmal? Ich vergaß. Wie sollte man ab? Energieleuchtung des Gefährtes zu drücken, so SRG und rechte Maustaste. Plaudern? Ich will nicht plaudern. Ich vergaß, wie ein Absattelt. Mensch! Ach, mit der rechten Maustaste. Stimmt! Man macht ja hier alles mit der rechten Maustaste. So. Da haben wir schon mal einen gekillt. Mund. Da haben wir auch schon mal eingekillt. Da sitzt einer. Der wartet nur darauf, gekillt zu werden. So, jetzt sind wir den hier. Ungültig ist hier, okay. Da ist der wahrscheinlich verpackt. Also ich finde das Spiel ganz gut, hat es glaube ich schon mal gesagt gehabt. Am letzten Mal oder vorletzten Mal. Oder ich sag's glaube ich jedes Mal, ich weiß es nicht. Einziges was mich stört, ist ein bisschen die Steuerung. Hör auf, das haben wir Escape. Damit nicht. Oh. Pilze farmen. Kann ich schöne Pilzsuppe machen. Entzünde einfach. Stoff.
Tonia, play! Ache, stomach, daimone, freeze! So, da ist so ein kleiner Fall drüber. Wo ist noch ein Fall? Probieren wir es mit der. Was müssen wir da machen? Entzünde die Sprengstoff durch zwei Stapel vom Flammenstoß. Flammenstoß, da ist Flammenstoß. Flammenstoß. Ignis! Kintia! Sigmund! Parah! Draksha! Flamme! Ignis! Herah! Ah, so. Kintia! So, Flammenstoß. Das ist stapelbar. Sigmund! Flamme! Draksha! Parah! Also er lesen kann, ist klar im Vorteil. So, das ist jetzt hier alles gewesen. Jetzt muss ich noch da hoch gehen, aber erstmal muss ich noch was futtern. Denn unsere Gesundheit sieht nicht mehr so gut aus. Inventar. Essen, was können wir denn essen hier? Das sieht doch lecker aus. Abbrechen. Ne, kann man nicht essen. Das sieht lecker aus. Kann nicht in Kampf. Was? Ich bin im Kampf. Wer kämpft denn gegen mich? Oh. Oh. Okay, der kämpft gegen mich. Aber dann bin ich jetzt ja. Ignis. Flamme. Draksha. Parah. Ignis. So, jetzt darf doch keiner gegen mich kämpfen hier, oder? Das ist ein Arbeiter, der tut mir sowieso nichts, außer wenn ich ihn was tue. Wenn wir jetzt aber. Ja, endlich. Essen bei dem Spiel ist sehr wichtig. Weil das Leben regeneriert hier ziemlich langsam. Ich finde das aber gut. Weil so macht wenigstens das Essen auch ein bisschen Sinn. Nicht so wie bei manchen Spielen zum Beispiel. Ja. Naja, eigentlich macht das Essen überhaupt immer Sinn. Egal was. So, haben wir den auch gekillt. Dann müssen wir hier diese. Den Dicken da. Der ist rot, der ist böse. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Ah, mit F eine Bombe entzündet. Okay. Nein. Gut, dann probieren wir den hier erstmal kaputt zu machen. Bin da. So, jetzt aber. So,
Dann haben wir da oben nochmal ein Kreuzchen, ein X. Das ist bestimmt ein Schatz. Ne, der ist da oben. Oh, da. Da sind sie schon. Helion! Leo! Daimone! Sturmik! Ignis! Hyptiatrien! Flamme! Sigmund! Parach! Helion! Tor! Ignis! Hyptiatrien! Freeze! Atonia! Play! Helion! Freeze! So. Da ist immer noch ein X. Da ist der. Okay, das war nicht das X, aber. Da. Das ist das X. So, nochmal schnell vor was essen. Sieht aus wie ein Boss. Da brauchen wir bestimmt volle Energie. Daimone, Play, Sentia, Tor, Ifrien, Parach, Sigmund, Flamme, Ignis, Herach, Hund, Stomik, Sigmund, Hyptia, Draksha, Flamme, Ignis, Parach, Draksha, Herach, Sigmund, ach, der fällt so weit. Hyptia, Ignis. Ist da das X? Lentien! Stark! Atonia! Hund! Sigmund! Flamme! Raksha! Hyptia! Ignis! Flamme! Ifrien! Hyptia! Ignis! Parach! Raksha! Der spawnt aber schnell wieder. Daimone! Play! Helion! Leo! Hund! Ignis! Herak! Ifrien! Hyptia! Sigmund! Flamme! So! Jo, das sieht aus, als ob es das wär's. Dann reiten wir aber schnell weiter. Mit Doppelklick nach vorne, haben wir Turbo drinne. Nein, hat Turbo nicht, aber reiten wir schneller. Ausdauer haben wir auch noch genug. 172. Yeah. So, defend the camp. Abgehen. Weiterreiten. Darüber springen. Das sieht doch gut aus. Eat as much as you, aren't you? Hokkanis looks better on a full stomach. See you again. See you again. What do you want? Without those relics, we'll never get out of this ruin-touched forest. These woods were Naelora's blessing be with you. So, level 5. Disgusting. The ghost that haunts the southern ruins will have the hammer we need. GEZ. The dragon knight, fight with us. Ich habe Level 5 erreicht. So, haben wir hier noch eine Quest? Nee. Scheint nicht so. Auszusehen. Inventar nochmal anschauen, haben wir ein bisschen viel. Genau. Tasche, okay. Ist auch ein bisschen mehr Platz. Ich würde gerade sagen, wir können auch ein paar Sachen anlegen, die wir gekriegt haben. Schauen, ob die besser sind. Fähigkeiten habe ich zwei neue dazu gekriegt. Das hört sich auch schon mal nice an. Rechtsklick. Da. Das muss ich irgendwie ändern. Oh, yeah. Eine Glutbombe und eine Frostbombe. Helion.
Gotcha. Okay, ich kann mal aufladen. Aber ich habe ja kein Ziel. Passiv Singen der Götter. Okay. Dann schauen wir mal. Jo, das sieht besser aus wie meins. Charakter. Zieh mal Schuhe an. Die Brust, ich habe so eine bessere Brust. Schönen Stab. So, dann werden wir jetzt mal die Sachen hier verkaufen. Was ist denn das? Achso, muss ich wahrscheinlich irgendwo abgeben. Unverkäuflich. Wo ist ein Händler? Da ist der Waffenhändler. Ist ja egal, welchen Händler mir was verkaufen. Hauptsache. Oh? Ah. Jo. Okidoki. Wir wissen Bescheid. Sortieren. Please come again. So, dann müssen wir jetzt da oben hin. Das ist unser nächstes Ziel. Aufsatteln. Ja, man läuft. Auch cool. Aber die Steuerung, die fällt mir wirklich nicht zu. Da muss ich was machen. Jetzt gerade gepiept. Schwarzwolf haben wir doch schon, ne? Grauwolf. Grauwolf, Schwarzwolf. Ja, Wolf ist Wolf. Brauche ich nicht. Lalalala. So, dann ist da die nächste Quest. Stupid Wolves! Give me a hand here? What a terrible way to go. Jetzt haben wir. Hier die Queste. Ich würde sagen, die werde ich dann beim nächsten Mal machen. Und hier ist eine Quest. Das war vorher auch was mit dem Fliegen. Habe ich glaube ich mit meinem anderen Charakter schon gesehen. Oder gemacht. Das ging eigentlich ganz schnell. So. Da muss ich den Phönix heilen. Pyro heilen. Doppelklick, einmal Turboflug. Bam. So. Befreien wir mal einen kleinen Phönix. Zweimal Space-Taste drücken und dann gibt der Gas. Schade, dass ich das Reit hier nicht behalten darf. So, das war jetzt nochmal die Quest schnell. Bitte, Pyro. Oh, komm, wir rocken nochmal schnell die Füchse da weg oder die Wölfe. Was sollte ich da? Geht ja schnell alles hier.
Ja, okay, wenn hier so viele Leute sind, dauert es ein bisschen länger. Aber noch ein bisschen Erzfarm hier. Da nochmal Kupfer. Abgeschlossen. Wow, cool, nice. Yeah. So. Give me a hand here. There's definitely something weird going on here. Animal. Oh, jetzt probieren wir nochmal hier die Feuerbombe aus. Die Blutbombe. Da darf man sich also nicht bewegen. Heftig. Guck mal, probieren wir das gleich nochmal aus. Ach, geht da. Ab die Zeit. Da ist noch ein Fuchs. Erfüllt. Yeah. Dann reiten wir schnell weiter. Vom Pferd abernten auch nice. Nice, nice. Muss man nicht extra absatteln. Obwohl das Aufsatteln würde hier auch so schnell gehen, aber ist eigentlich auch egal. Aber trotzdem. So, klicken wir nochmal hier dieses Ganze weg. Das geht wieder mit Linksklick. Okay, das sind die Fähigkeiten, die haben auch schon reingezogen. Be wary. I'm just glad the elf is on our side. Hier die ganzen Quests on. Laufen einmal gegen die Wand. So wie sie es halt gehört, ne? Open your heart. The ruins are a dangerous place. Dein Herz. Wollen wir auch nochmal gegen die Wand laufen. So, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.